Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem sehr unschönen Thema. Und zwar gab es am gestrigen vergangenen Sonntag, dem 25. Juni 2023, einen tödlichen Achterbahnunfall in Schweden. Im schwedischen Gröna Lund, direkt in Stockholm eigentlich, kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall auf der Achterbahn Jetline. Dabei ist ersten Berichten zufolge und auch laut Park eine Person gestorben und mehrere Personen wurden schwer verletzt. Insgesamt saßen 14 Personen im Zug bei dem Unfall, Zwischenfall. Das Ganze ist eine Achterbahn aus dem Jahr 1988. Erstmal vorneweg natürlich großes Beileid für die Familienangehörigen und alle Beteiligten, die einen liebgewonnenen Menschen verloren haben, und natürlich auch gute und schnelle Besserung allen Verletzten. In den ersten Berichten hieß es, der Zug ist entgleist, der Zug ist abgestürzt, der Zug hat sich überschlagen. Das alles ist alles ein bisschen übertrieben. Entgleist ist nicht ganz falsch, aber klingt meiner Meinung nach ein bisschen so, als ob der ganze Zug irgendwie, weiß ich nicht, wo wäre. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass beim ersten Wagen auf der linken Seite, also in Fahrtrichtung links, komplett das Boogie, also das Fahrwerk quasi, abgerissen ist. Das ist auch zu Boden gefallen und da gibt es auch ein Bild von Twitter dazu. Und dann ist der Zug stehen geblieben, wäre untertrieben gesagt, also wahrscheinlich abrupt zum Stehen gekommen, denn der erste Wagen ist dann quasi so von der Schiene ein bisschen runtergerutscht. Der ist halt auch nicht komplett weg oder so, sondern hat sich verkeilt. Und dann ist alles abrupt zum Stehen gekommen, daher teilweise auch die schweren Verletzungen. Und wenn man sich vor allem Wagen 3 anguckt, der sieht wirklich, wirklich sehr, sehr übel aus. Es gibt auch Berichte darüber, dass aber jetzt nicht von offizieller Seite, dass Personen rausgeschleudert wurden aus dem Zug, dann wiederum nicht. Andererseits hatten die Leute auch den Sicherheitsbügel geschlossen. Da müssen wir auf jeden Fall safe die komplette Untersuchung abwarten, die dazu kommen wird und die dazu auch gerade schon läuft, logischerweise. Und die wird dann auch genau aufklären, was genau passiert ist und warum. Und dann wissen wir vielleicht auch mehr, wem da wie, wo, was passiert ist. Also für mich sieht es so aus, wenn jetzt nicht irgendjemand aus Wagen 1 rausgeschleudert wurde, was ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen kann, dass halt irgendwie in Reihe 3 halt die tödlichen Verletzungen passiert sind. Aber das wäre alles Spekulation. Das bringt alles eigentlich auch nichts jetzt. Stand der Dinge ist halt, es gab diesen Unfall. Der Park bleibt erstmal voraussichtlich eine Woche geschlossen. Eventuell wird man das auch verlängern. Und ich kann euch natürlich jetzt wieder mit dem üblichen Sicherheitsgerede kommen. Das kennt ihr alles schon und dabei bleibe ich auch. Und Freizeitparks sind immer noch eine der sichersten Sachen, die man machen kann. Und wenn es Parks gibt, wo man das echt nicht erwartet, dass solche Zwischenfälle passieren können, sind das so Parks wie Gröna Lund, die wirklich auf Wartung und Instandhaltung und sonstiges sehr viel Wert setzen, da wirklich gute Leute für haben, vor allem speziell bei dieser Bahn lange, lange Jahre wirklich richtig krass gute Leute für hatten, die sich darum gekümmert haben. Und man kann morgens jetzt bei der täglichen Kontrolle solche Teile, wie die jetzt abgerissen sind, natürlich nur auf Sicht prüfen. Nichtsdestotrotz werden regelmäßig ja auch NDT-Prüfungen bei Fahrgeschäften und Achterbahnen durchgeführt. Also das sind zerstörungsfreie Prüfungen, wo dann mit zum Beispiel Ultraschall und sonstiges geguckt wird, ob es irgendwelche Haarrisse gibt. Schweißnähte werden kontrolliert und so weiter. Teilweise werden Attraktionen entlackt, damit man Schweißnähte kontrollieren kann, und dann werden die jedes Jahr neu lackiert. Und ich weiß, es gibt eine ähnliche Achterbahn auch in Schweden, so wie jetzt die mit dem Unfall, die halt vom Typ her und vom Gesamten her sehr ähnlich ist. Und da weiß ich, dass die jedes Jahr zur Wartung und Kontrolle und Prüfung nach Deutschland geht. Das ist ja auch bei so Sachen, die bei so Zwischenfällen, dass immer viel geschrieben wird, ja, in Deutschland wird es sowas nicht geben. Das sind deutsche Sicherheitsstandards, die auch hier gelten und durchgezogen werden. Das einfach mal dazu, um das mal ein bisschen einzuordnen und nicht wieder sinnlos panisch im Kreis zu laufen, wenn wir noch nicht mehr wissen, was genau wie jetzt passiert ist. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wie auch mit den anderen Sachen. Immer wenn da was kam, haben wir ja auch immer die Updates gehabt. Und auf jeden Fall ein wirklich tragischer, schlimmer Zwischenfall. Und da könnt ihr euch auch sicher sein, dass das kein Betreiber irgendwie provoziert oder es darauf ankommen lässt,
dass solche Zwischenfälle passieren. Das sollte aber eigentlich auch selbstverständlich sein. Ansonsten war es das mit diesem Video schon. Ihr habt halt auch alle wieder stark danach gefragt, ob ich das mitbekommen habe. Ja, natürlich, das ist hier täglich Brot. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem YouTube-Kanal. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Professor Video Magazin. Peace.